im fernen Südosten Europas, wo sich der Gebirgskamm der Karpaten von Nordwesten nach Südosten erstreckt und sich dann in einem Bogen nach Westen wendet, liegt Siebenbürgen. Über 800 Jahre lang war hier die Heimat der Siebenbürger Sachsen. Die Städte Siebenbürgens, für jeden Sachsen ein Begriff und eine Erinnerung. Hermannstadt, Kronstadt, Bistritz, Mediasch, Schäßburg, Mühlbach, Sächsisch Rügen. Sie waren mit den vielen ungenannten Landgemeinden Quelle des wirtschaftlichen und kulturellen Reichtums des kleinen Sachsenvolkes, das sich über Jahrhunderte in einer Schicksalsgemeinschaft in fremder Umwelt behauptete und jenseits der Sicherung der eigenen Existenz Bedeutendes zur Entwicklung des südosteuropäischen Raumes beitrug. Der folgende Film kann nur einen Abriss der Geschichte des kleinen Sachsenvolkes in Wort und Bild wiedergeben. Er soll aber Anregung und Anreiz sein, besonders für die Nachkommen der Sachsen, die heute über die ganze Welt zerstreut, sich in der umfangreichen sächsischen Literatur und Geschichtsschreibung ausführlicher über die Geschichte der Sachsen zu informieren. Siebenbürgen, ein Hochland, eingerahmt von dem Gebirgszug der Karpaten und im Westen vom Siebenbürger Erzgebirge, gleicht den Mauern einer Burg, hat nur im Nordwesten und Südwesten offene Zugänge. Fruchtbar ist der schwarze Lößboden des Kernlandes. Liebliche Täler und Flussauen durchziehen das Land. Oft sind die Bergkämme von Laubwäldern bedeckt. Dann wieder erstrecken sich Heidelandschaften über sanfte Hügel. Ein kontinentales, mildes Klima ermöglicht besonders im Kockelgebiet den Weinbau. Drei große Flüsse führen das Wasser aus dem Hochland. Im Nordwesten der Somesch, im Südwesten der Miresch und im Süden der Altfluss, der die Karpaten durchbricht. Wie ein Paradies hat der Schöpfer dieses liebliche Land zwischen Gebirgszügen eingebettet. Schon in der Steinzeit, vor mehr als 2000 Jahren und in der folgenden Bronzezeit, um 800 vor der Zeitrechnung, lebten hier Menschen. Erstmals werden aus dieser Zeit die Völker der Thraker und Daker namentlich erwähnt. 106. Nach der Zeitrechnung eroberten die Römer das Land, die es bei Beginn der Völkerwanderung wieder verließen. Eingemauerte Steine an der Durlaser Kirche im großen Kockeltal aus einem 5 Kilometer östlich gelegenen römischen Kastell
sind Zeugen aus dieser Zeit. Während der Völkerwanderung um 300 bis ins 8. Jahrhundert zogen die West- und Ostgoten, die Vandalen und die Hunnen, dann die Gepiden und die Awaren durch das Land. Dann lebte hier längere Zeit ein slawisches Volk. Ihm folgten Cäsaren und die Pechenegen, dann die Kumanen. Um 900 gründeten matjarische Stämme in der Donautiefebene einen Staat. Sie verdrängten aus dem Gebiet des heutigen Siebenbürgens bis zum Jahre 1240 die Kumanen. Hier siedelte nun der magyarische Stamm der Zegler. Die Zegler aber siedelten nur auf einzelnen Stützpunkten über das ganze Land verteilt. Und sie waren der steigenden Bedrohung durch feindliche Völker aus dem Osten und Süden nicht gewachsen. So rief nach 1141 der ungarische König Geisel II. Deutsche Siedler ins Land. Ad retinendam coronam, zum Schutze der Krone, lautete der Aufruf an die Siedler. Damit erhielten diese den Auftrag und die Verpflichtung, das Land gegen feindliche Völker zu verteidigen. Als Gegenleistung bekamen die Siedler den Boden zum Eigentum und das Recht, sich selbst zu verwalten. Außer dem magyarischen Stamm der Zegler trafen die Siedler hier noch vereinzelt Hirten der Kumanen und Walachen, die mit ihren Herden durch das Land zogen. Auch in den nördlichen Teil Siebenbürgens, in das Nösner- und Rhenerland, sind im 12. Jahrhundert deutsche Siedler eingewandert. Sie siedelten auf dem Boden der Königin. Die deutschen Siedler kamen aus Flandern, aus dem Luxemburger Raum und aus Franken in mehreren größeren Zügen. Ihnen schlossen sich auch andere Auswanderungswillige aus dem deutschen Sprachraum an. Ihr Weg führte sie über die Route der damaligen Ostwanderung nach Schlesien, wo sie einen längeren Aufenthalt einlegten. Dann über Nordungarn, das Somestal hinauf nach Transsilvanien, in das Land hinter den Wäldern. So bezeichnete man damals das Hochland im Karpatenbogen. Land hinter den Wäldern. Das klingt schon etwas geheimnisvoll, fast märchenhaft. Und die Geschichte der Siedler könnte nun beginnen. Es war einmal ein kleines Volk, das lebte in einem fernen Lande, jenseits der großen Wälder. Und die Angehörigen dieses kleinen Volkes nannten sich Sachsen. Und. Aber Transsilvanien war kein Märchenland. Hier lebten Ungarn, Sachsen und Rumänen über 800 Jahre lang verhältnismäßig friedlich zusammen und haben oft in kriegerischen Zeiten ihr Land gemeinsam gegen äußere Feinde verteidigt. Als öde und leer wird das Gebiet zwischen Broos und Dras, der Königsboden, in Urkunden der damaligen Zeit bezeichnet. Und so beginnt auch eine Siebenbürger-Sage. Öd und leer war das Land,
als unsere Vorfahren es betraten. Und die Siedler begannen das Land zu erschließen. Sie rodeten Wälder, pflügten die Felder und kultivierten das Land. In den ersten 100 Jahren wurde zunächst das Gebiet zwischen Bros und Ras und Anfang des 13. Jahrhunderts das Burzenland durch den deutschen Ritterorden besiedelt. In seinem Gefolge kamen Siedler aus der Helmerstädter Provinz ins Land. Der Orden erhielt das Burzenland von König Andreas II. Als Lehen mit der Auflage, keine steinernen Burgen zu errichten. Der aber verstieß gegen das Gebot des Königs und entfaltete rasch seine Macht. Der König sah eine Gefahr in dieser Entwicklung und vertrieb den Orden schon nach 14 Jahren aus dem Burzenland. Zurück blieben die Siedler. Kronstadt und etwa 13 Ortschaften entwickelten sich zu wohlhabenden Gemeinden im Burzenland. Im Laufe des 13. Jahrhunderts wurde das Tal der Großen Kochel und das Zeckischgebiet besiedelt und im 14. Jahrhundert das Zwischenkochelgebiet. Damit erfuhr Siebenbürgen, einschließlich seines nördlichen Teiles des Nösner- und Rhenerlandes, durch deutsche Siedler seine größte Ausbreitung. Etwa 300 Dörfer entstanden in dieser Zeit. Im Jahre 1224 hat König Andreas II. Im sogenannten Goldenen Freibrief die rechtliche Lage der Siedler auf dem Königsboden festgelegt. Dieses Dokument beschrieb die Rechte und Pflichten der Siedler. Die Privilegien im Goldenen Freibrief sind in der Folgezeit ergänzt und erweitert worden. Der Freibrief erfuhr auch immer wieder eine Bestätigung durch die nachfolgenden Könige Ungarns. Er galt als verfassungsrechtliche Grundlage der Siebenbürger Sachsen bis ins 19. Jahrhundert. Zunächst bezog sich dieser königliche Freibrief nur auf die Helmerstädter Provinz. In der Folge aber waren alle sächsischen Siedlungsgebiete bemüht, in den Genuss dieser Privilegien zu gelangen und sich in den politischen Rechtsverband der Helmerstädter Provinz einzureihen. Da brach 1241, gerade 100 Jahre nach Beginn der Erstbesiedlung, der Mongolensturm mit verheerenden Folgen über das Land herein. Die Tataren, wie sie auch genannt wurden, kamen durch den Rodnapass, weiter im Süden durch den Oituspass ins Land. Die asiatischen Horden zerstörten blindwütig die Siedlungen, töteten die Einwohner oder verschleppten sie in die Sklaverei. Ein Augenzeuge aus dieser Zeit berichtet, dass ihm auf seiner Wanderung durch das Mierstal kein einziger Mensch begegnet sei. Nur die Ruinen der Kirchen niedergebrannter Dörfer hätten seinen Weg gesäumt. Große Landesteile waren vollkommen entvölkert. Bis ins 17. Jahrhundert haben Tataren wiederholt Raubzüge durch Siebenbürgen unternommen. Die Erinnerungen an sie ist sogar in die Sagenwelt des sächsischen Volkes eingegangen. Nach dem Mongolensturm ist der Wiederaufbau und die Besiedlung des Landes durch König Bela IV. Verstärkt wieder aufgenommen worden.
neue Siedler wanderten aus dem deutschen Sprachraum ein. In deutschen Chroniken taucht in Lateinisch zum ersten Mal um diese Zeit die Bezeichnung Septem Castrorum für Transsilvanien auf. Und in einem Kloster in Wien ist im Jahre 1296 zum ersten Mal die deutsche Bezeichnung Siebenburgen in einer Urkunde festgelegt. Der Name Sachsen ist in Urkunden der Königlichen Kanzlei in Budapest mit der Bezeichnung Saxones belegt. In dieser Zeit nach dem Mongolensturm sind in verstärkter Zahl Walachen, die sich später Rumänen nannten, nach Siebenbürgen eingesickert. Denn bis in das Jahr 1300 berichten Urkunden von etwa 1000 ungarischen und sächsischen, aber nur von 6 rumänischen Dörfern in Siebenbürgen. Rumänen, die sich um diese Zeit im Land aufhielten, galten als nicht Sesshafte, sondern als umherziehende Hirten und Schafzüchter. Im Zusammenhang mit dem Streit, ob die Rumänen als Nachkommen der Römer und Daker kontinuierlich über die Zeit der Völkerwanderung das Land bewohnten oder erst nach dem Mongolensturm und der Völkerwanderung ins Land einsickerten, ist bemerkenswert, dass sie alle Flussnamen aus dem Slawischen, Ungarischen oder Deutschen übernommen haben. Das gilt im Wesentlichen auch für die Ortsnamen. Sogar die Bezeichnung Ardeal geht vom ungarischen Erdölü aus. Die verheerende Katastrophe, die der Mongolensturm über das Land gebracht hatte, führte bei den Sachsen zu Überlegungen, sich besser gegen feindliche Übergriffe zu schützen. So entstanden schon im 13. Jahrhundert die ersten Wehrburgen, auch Bauernburgen genannt. Ruinen dieser Bauernburgen sind auch heute noch zu sehen, wenn man durch Siebenbürgen reist. Auf der Straße von Hermerstadt nach Mediasch gelangt man in die Ortschaft Stolzenburg. Östlich des Dorfes steht auf einer Bergkuppe eine imposante Burgruine. Auf einem Stein eines eingestürzten Rundbogens im Innern der Burg fand man die Jahreszahl 1253. Sie belegt, dass mit dem Bau der Burg schon kurze Zeit nach dem Mongolensturm begonnen wurde. Im Innern der Burg. Die Pfeiler, die Rundbogen und Mauerreste deuten auf eine im 14. Jahrhundert begonnenen und möglicherweise nie vollendeten Hallenkirche hin. Auf einem anderen Stein der Südmauer fand man die Worte eingemeißelt. Gabriel Báthory, Schrecken des Vaterlandes, die Schönheit hat dir Gott, die Seele der Teufel gegeben. Mit beiden wirst du des Teufels sein. Johannes Brandt, geflüchteter Hermannstädter, anno 1611. Fürst Báthory terrorisierte Anfang des 17. Jahrhunderts Siebenbürgen. 1711 eroberten die Korotzen die Burg und schleiften die äußere Ringmauer. 2 Jahre später begannen die Stolzenburger mit dem Wiederaufbau, der aber wegen einer Pestepidemie abgebrochen wurde. Damit endete die aktive Zeitgeschichte der Stolzenburger Bauernburg. Von Schäßburg in Richtung Kronstadt erreichen wir die Ortschaft Kaist.
westwärts der Ortschaft, steht auf einer Bergkuppe die leider schon sehr verfallene Ruine einer Bauernburg. Die Mauern waren durchschnittlich 10 Meter hoch und im unteren Teil 4 Meter stark. Im Jahre 1865 besuchte der englische Schriftsteller Charles Bonner die Burg. Er hatte Siebenbürgen und die Sachsen besonders in sein Herz geschlossen. Von ihm, bemerkenswert einem Engländer, erfahren die Sachsen in seinen Aufzeichnungen Siebenbürger Land und Leute aus dem Jahre 1865 ein höchstes Lob. In diesen Aufzeichnungen schreibt er über die Sachsen unter anderem: Zu einer Zeit, wo im Mutterlande das willenlose Volk sich einfach dem Gebote seiner Herrscher fügte und sich sogar vor jeder Laune derselben beugte, lebten in jenem Lande jenseits des Waldes Deutsche mit Gemeindeverfassungen, die vielleicht freier als die der heutigen Londoner Bürger waren. Und weiter: Den Deutschen verdankt das Volk, in dessen Mitte sie verschlagen wurden, mehr, als es ihnen je zu vergelten imstande ist. Denn diese Männer waren es, welche die Grundsätze wahrer Freiheit, an deren Segnungen heutzutage alle teilnehmen, eingeführt, bekannt gemacht und ohne Unterbrechung bis auf den heutigen Tag aufrechterhalten haben. Wir verlassen Kais in südöstlicher Richtung auf der Straße nach Kronstadt und erreichen nach etwa 30 Kilometern die Ortschaft Rebs. Kurz vor der Ortseinfahrt sehen wir links auf einer Anhöhe die Ruine der Rebser Bauernburg. Urkundlich erstmals Anfang des 14. Jahrhunderts erwähnt, wird sie in den folgenden Jahrhunderten weiter ausgebaut und verstärkt. Aus dem Sommer des Jahres 1691 berichtet die Chronik, dass 4818 Arbeiter bei Befestigungsarbeiten an der Burg beschäftigt waren. Die Burg hatte eine bewegte geschichtliche Vergangenheit und war von großer Bedeutung für Rebs und seine Umgebung. Von Rebs in südlicher Richtung führt der Weg durch den Geisterwald am Weißen Brunnen vorbei. Dieser wurde zum Gedenken an die Erbauer der Straße durch den Geisterwald errichtet. Trotz des vorbeihastenden Autoverkehrs findet hier manch ein Reisender die Zeit für einen erfrischenden Trunk aus der sprudelnden Quelle. Bei der Weiterfahrt nach Süden öffnet sich bald die weite Ebene des Burzenlandes. Wir durchfahren die einst sächsischen Gemeinden Nussbach und Rotbach und gelangen kurze Zeit später in die Gemeinde Marienburg. An der einst sächsischen Schule und der Kirche vorbei stehen wir am Ortsrand des Ortes vor der Ruine der Marienburg. Sie wurde in der Mitte des 15. Jahrhunderts errichtet. Vor dem Bau der Bauernburg sollen auf der Anhöhe schon Befestigungsanlagen gestanden haben, die von den Mongolen zerstört wurden. Ob der Ritterorden mit dem Bau der Befestigungsanlagen in Verbindung gebracht werden kann, ist ungewiss.
Der Orden soll aber nach neuen Erkenntnissen dort, wo heute die Kirche steht, eine Erdburg errichtet haben. Der Weg führt uns weiter über Kronstadt ins südliche Burzenland. Hier steht über der Ortschaft Rosenau auf einem Bergrücken eine gut erhaltene Bauernburg. Teile der Burg sind im 14. Jahrhundert errichtet und in den folgenden 4 Jahrhunderten weiter ausgebaut und verstärkt worden. Schon Anfang des 13. Jahrhunderts soll an selber Stelle eine vom Ritterorden errichtete Holzburg gestanden haben. Nach dessen Abzug aus dem Burzenland bauten die zurückgebliebenen Siedler die Steinburg. Aus dem Jahre 1231 berichtet eine Urkunde von 5 Burgen des Ritterordens im Burzenland. Ob diese als Holz- oder Erdburgen bestanden oder ob die Ritter zum steinernen Burgbau übergingen, ist aus keinen Urkunden oder Grabungen ersichtlich. Die Burg ist ein einziges Mal durch den Fürsten Gabriel Báthory im Jahre 1612 erobert worden. Vielleicht hat Wassermangel dabei eine Rolle gespielt. Denn nun wurde von Januar 1636 bis September 1638 ein 146 Meter tiefer Brunnen in den Fels gehauen. Die Chronik berichtet, dass der Brunnen über 4000 Gulden bar kostete. Eine enorme Summe für die damalige Zeit. Darüber hinaus wurden noch 2000 Liter Wein und 25.000 Liter Freibier in Rechnung gestellt. Wirtschaftlich erholte sich das Land nach dem Mongolensturm rasch und erreichte im 14. Jahrhundert unter den Königen Karl Robert und Ludwig I. aus dem Königsgeschlecht der Anjous eine Epoche des Wachstums und der Blüte. Georg Daniel Teutsch schreibt über diesen Zeitabschnitt: Das Jahrhundert der Anjous war der Sachsen schönster Zeitraum. Ende des 14. Jahrhunderts folgte König Sigismund auf den ungarischen Thron, der dann 1411 deutscher Kaiser wurde. Im Jahre 1395 fällt erstmals ein türkisches Heer ins Burzenland ein und verbreitet Schrecken unter der Bevölkerung. König Sigismund versucht, die Abwehr gegen die Türken zu organisieren. Als dann aber ein Jahr später ein Kreuzritterheer bei Nikopoli an der Donau eine verheerende Niederlage durch die Türken erleidet, ist Siebenbürgen von der wachsenden Flut türkischer Heere unmittelbar bedroht. Und sie kamen in unregelmäßigen Abständen annähernd 3 Jahrhunderte lang immer wieder ins Land, raubten, plünderten, brandschatzten, ermordeten oder verschleppten viele Einwohner in die Sklaverei. Unsägliches Leid musste das sächsische Volk während der Türkenzeit erleiden. Aus der Notlage der andauernden Bedrohung durch die Türken entwickelten die Sachsen ihre Abwehr.
So entstanden im 15. Jahrhundert die zahlreichen Kirchenburgen in Siebenbürgen. Diese Kirchenburgen drücken die Besonderheit der siebenbürgischen Lebens- und Wesensart aus und sind einzigartig in ihrer Entstehung, in ihrer baulichen Gestaltung und ihrem Ausdruck weltweit. Die gestalterische Vielfalt der Bauwerke, architektonisch angepasst an die Gegebenheit der Landschaft, sind bewunderungswürdige Denkmäler der Schaffenskraft, der Liebe zur Heimat und der Wehrbereitschaft ihrer Erbauer. Ich möchte die Darstellung der Kirchenburgen, die Kunstwerke der Abwehr und Verteidigung der Sachsen, in Bildern zeigen und nicht mit Daten ersticken, die ihren Aufbau und ihre Geschichte betreffen. Bilder sollen begeistern und anregen zum Forschen, Erkennen und Bewahren. Die großen Leistungen dieses kleinen Volkes können wir erahnen, wenn wir die Lage und die Bedingungen der Sachsen im 15. Jahrhundert bedenken. Viele dieser Gemeinden hatten weniger als 50 Familien und das Baumaterial musste mühsam aus Flüssen und von Feldern gesammelt oder aus weiter Ferne herbeigeschafft werden. Von den Bogelsdorfern, ihre Gemeinde liegt im Zwischenkochelgebiet, wissen wir, dass sie das Felsgestein für ihre Kirchenburg aus dem über 50 Kilometer entfernten Sibingebiet mit Pferden, Ochsen oder Büffelgespannen herbeischafften. Die Karte zeigt uns die Dichte der Kirchenburgen im südlichen Siedlungsgebiet. In der zweiten Hälfte des 17. Jahrhunderts endete die Türkengefahr. Dieser Umstand und das Aufkommen einer neuen Kriegstechnik führte zu einem langsamen Verfall der Kirchenburgen. Es sind uns aber auch Kirchenburgen mehr oder weniger gut erhalten geblieben. Denkmäler geschichtlicher Abläufe, Symbole der Wehr- und Opferbereitschaft ihrer Erbauer für das Gemeinwohl des sächsischen Volkes. Unsere Reise durch das Burgenland der Sachsen beginnt in Broos, dem westlichen Grenzpunkt des Königsbodens. Von der Kirchenburg in Broos sind nur noch Reste der Ringmauer zu sehen. Im königlichen Freibrief Andreas II. Heißt es: Alles Volk von Broos bis Straß soll eine Einheit bilden. Für die Sachsen war diese Aussage von historischer Bedeutung. Sie betrachteten das Land zwischen Broos und Straß als ihr Land. Von Broos das Mierstall hinauf, danach rechts über Mühlbach. Die Kleinstadt war wirtschaftliches und kulturelles Zentrum der Sachsen im Unterwald. Sie schützte sich im Mittelalter vor Feinden durch eine Stadtmauer. Von hier weiter in die Gemeinde Kellin. Hier errichtete das Gräfengeschlecht von Kellin schon im 13. Jahrhundert eine Burg. Der letzte Spross dieses Gräfengeschlechts verkaufte im 15. Jahrhundert die Burg an die Kellinger Bauern. Diese erweiterten die Burg und bauten sie nach ihren Bedürfnissen um.
Auch eine kleine Saalkirche errichteten sie auf dem Burghof. Ihre eigentliche Kirche, die außerhalb der Burg stand, wurde nicht wehrhaft ausgestattet. Aus der ehemaligen Gräfenburg entstand so die Kellinger Bauernburg. In den letzten 300 Jahren war sie dem Verfall preisgegeben. Durch eine Restaurierung in den Jahren 1961 bis 1964 ist sie für Besucher ein lohnendes Anschauungsbeispiel aus der Wehrtechnik der Siebenbürger Sachsen geworden. Von Kelling in die Gemeinde Urwegen. Ausschnitte aus einem Lied, das vom Schicksal einer Braut von Urwegen erzählt. Es stammt aus dem reichhaltigen Liederschatz siebenbürgischer Volkslieder, die in sächsischer Mundart gesungen wurden. Die Sage von der Braut von Urwegen ist als Theaterstück in den Dörfern Siebenbürgens häufig von Laienspielern aufgeführt worden. Viel Bursche wollten det Mädchen früher, nur enne dir wo ihm riecht. Nur enne dir wohl dat sei Liebe gehen und död vor an ihrem kniecht. Da wirst dem Rächen Schönet geschworen, für'n Imber kist auch dann sei dann half, sonst traf dich mein Flauch, mein Zorn. Et laune Glücken, der brach da geht, am Zochzer Kirch im Reich. Schö sei se vor der Kirch, da jachtse der Hund, Herr, helf mir aus meiner Blüt. Na brachte se über mei Kant, am sonst der Brett war düt. Der Brett Kronsonne der Hartlichkeit vor dem Alter do allein. Samt dieser lange Zeit sei der Blaume gewohnt zerstehen. Die alte Bergkirche aus dem 13. Jahrhundert, von der das Lied erzählt, ist heute noch als Ruine
am Berghang über dem Dorf zu sehen. Im 16. Jahrhundert ist dann unten im Ort aus einer Gräfenburg die Kirchenburg entstanden, die dem Ansturm der Türken im Jahre 1658 standhielt. Die in der Heimat verbliebenen Sachsen haben im Torturm noch eine gemeinsame Speckkammer. Weiter zur Nachbargemeinde Dobring. Von der überwiegend aus Flusssteinen errichteten Kirchenburg sind noch beachtliche Reste erhalten geblieben. Die Ortschaft ist im 15. Jahrhundert zweimal von Türken verwüstet worden und im Jahre 1599 vom walachischen Fürsten Michael die Burg und das Dorf in Schutt und Asche gelegt. Weiter nördlich, an der Hauptstraße von Mühlbach nach Helmerstadt, liegt die Gemeinde Reusmarkt. Im Jahre 1977 sollen noch 73 Speckkammern von den Einwohnern im Gebrauch gewesen sein. Von Reusmarkt nach Petersdorf. Nur noch die Ruine des Kirchenturms und Reste der Ringmauer sind von der Kirchenburg zu sehen. 1815 ist im Dorf eine neue Kirche gebaut worden. Vom Unterwald nach Osten in die Helmerstädter Provinz erreicht man kurz vor der Sibinebene die Gemeinde Großau. Die stattliche Kirchenburg ist gut erhalten geblieben. Sie ist 1599 vom Walachenfürsten Michael und 1658 von den Türken erobert und die Ortschaft niedergebrannt. Von Großau nach Helmerstadt. Hier am Zibin siedelten die ersten deutschen Einwanderer auf dem Königsboden. Aus der bäuerlichen Siedlung entwickelte sich nach dem Mongolensturm die mittelalterliche Stadt und wurde zum kulturellen, politischen und wirtschaftlichen Zentrum der Siebenbürger Sachsen. Im 17. und 18. Jahrhundert war Helmerstadt 100 Jahre lang offizielle Hauptstadt Siebenbürgens. Die Sachsen betrachteten sie während ihrer 800-jährigen Geschichte stets als ihre Hauptstadt. Helmerstadt hatte eine starke Stadtmauer, die allen Türkenangriffen standhielt. Der Helmerstädter Bürgermeister Georg Hecht war einer der erfolgreichsten Anführer der Sachsen. Sein großer Sieg über die Türken am Roten Turmpass wurde vom Papst in Rom gewürdigt. In der größten Schlacht gegen die Türken auf siebenbürgischem Boden
dem Brotfeld, war er Anführer des sächsischen Heerbannes. Die gemeinsame Abwehr gegen die Türken durch die drei Völker Siebenbürgens und hier besonders die Befestigungsanlagen der Sachsen konnten eine Dauerbesatzung durch türkische Truppen verhindern. Von Hermannstadt nach Heltau. 1493 brennen die Türken den Ort nieder und verschleppen viele Einwohner in die Gefangenschaft. Darauf ist die Kirchenburg beschleunigt zu einer starken Wehranlage ausgebaut worden. 1601 dringen Truppen des österreichischen Generals Basta in die Kirchenburg ein und erschießen drei Heldauer vor der Kirchentür. Von Heldau in die Nachbargemeinde Michelsberg. Die Kirche auf dem Burgberg aus dem 12. und 13. Jahrhundert ist der älteste Sakralbau Siebenbürgens. Große runde Steine auf dem Burghof, die früher auf der Ringmauer lagen, wurden von der Mauer auf anstürmende Feinde hinuntergerollt. Die Sage erzählt, dass jeder junge Mann vor dem Eintritt in den Ehestand einen solchen runden Stein in die Burg schaffen musste. Über den Burgberg enthält der sächsische Liederschatz ein Volkslied. Von Hermannstadt ins Harbachtal in die Gemeinde Holzmengen. Die weiße Farbe ist zwar nicht stilgerecht für eine Kirchenburg, sie lässt die Burgkulisse aber weit ins Land anschaulich wirken. Hier sehen wir eine gepflegte, gut erhaltene Kirchenburg. 1601 brennt der Walachenfürst Michael mit seinen Truppen die Ortschaft nieder.
von Holzmengen nach Leschkirch. In Leschkirch wurde im Jahre 1721 Samuel von Bruckenthal geboren. Samuel von Bruckenthal stieg bis in die höchsten Ämter der kaiserlichen Verwaltung in Siebenbürgen auf. Als Leiter der siebenbürgischen Hofkanzlei in Wien ist er der einzige Sachse, der für 10 Jahre das Amt des Landesgouverneurs bekleidete, das sonst nur dem Hochadel oder der österreichischen Generalität vorbehalten war. Die ehemalige Kirchenburg ist bis auf 3 Türme 1901 abgetragen worden. Von Hermerstadt ins große Kockeltal in die Stadt Mediasch. Inmitten der Altstadt steht die einzig erhalten gebliebene Stadt Kirchenburg Siebenbürgens. Reste der Ringmauer, Torturm und 3 Wehrtürme sind erhalten geblieben. Erst nach über 100 Jahren, nach der Erstbesiedlung, kamen aus der Hermerstädter Provinz sächsische Siedler an die große Kockel. Bis zu dieser Zeit war Mediasch ein Seglerstützpunkt. Ende des 15. und Anfang des 16. Jahrhunderts entstand die Stadtmauer mit 19 Wehrtürmen und Basteien. Jeweils eine Handwerkerzunft war für die Instandhaltung eines Wehrturms zuständig, den sie auch in Kriegszeiten verteidigte. In Mediasch ist Stefan Ludwig Roth geboren, eine der herausragendsten Persönlichkeiten des sächsischen Volkes. Er wirkte hier als Pfarrer und Pädagoge. In Mediasch am Stefan Ludwig Roth Gymnasium lehrte der weltbekannte Vater der Raumfahrt Hermann Oberth Mathematik und Physik. Hier schuf er auch die wissenschaftlichen Grundlagen der Astronautik und Raketentechnik. Von Mediasch westwärts im großen Kockeltal nach Kleinschelgen. In Kleinschelgen ist einzigartig in Siebenbürgen eine starke Befestigung des Brunnenhofes durch Torturm und Kirchenturm, durch einen überdeckten Wehrgang auf hohem Bogen und einem Scharwachtürmchen gut erhalten. In ihrer Gesamtheit ist es eine eindrucksvolle Wehranlage. 1705 wird der Ort von kaiserlichen Truppen ausgeplündert. Von Kleinschelgen nach Absdorf. Der ovale Ring der Kirchenburg, das Flusssteinmauerwerk und der in der Ringmauer integrierte Torturm deuten auf die Errichtung der Wehranlage schon im 13. Jahrhundert hin. Obwohl König Matthias Corvinus die Zugehörigkeit der Gemeinde zum Königsboden 1485 bestätigte, bleibt der Ort bis 1848 eine unfreie Gemeinde. Besonders schwer mussten die Einwohner im 18. Jahrhundert unter Frondiensten leiden. Die Absdorfer bewahrten noch bis zur Abtragung der Vorratsräume 1941 auch ihre Festtrachten in der Kirchenburg auf. Sie holten ihre Festbekleidung sonntags von der Kirchenburg, zogen sie an und trugen sie nach Gebrauch wieder in die Kleiderkammer zur Burg. Von Absdorf nach Langenthal. Von der Kirchenburg sind nur Reste der Ringmauer und 2 Wehrtürme erhalten. Langenthal war eine hörige Gemeinde.
Nach der Befreiung von der Hörigkeit war der Weinbau ein Haupterwerbszweig der Bewohner. Westlich von Mediasch liegt in einem kleinen Seitental der großen Kockel die Gemeinde Wurmloch. Ein stark befestigtes Gotteshaus wird von einer 6 bis 7 Meter hohen Ringmauer umgeben. Aus dem Jahre 1415 berichtet die Chronik von Knechten des Siebenbürger Bischofs, die den Gemeindepfarrer David mit Gewalt vertrieben und großen Schaden im Pfarrhaus anrichteten. Von Wurmloch zur Nachbargemeinde Eibesdorf. Der Bergfried ist innerhalb der Ringmauer ein starkes Bollwerk der Wehranlage. Die gut erhaltene Kirchenburg erweckt von Süden gesehen einen malerischen Eindruck. Von Mediasch über die Hill nach Basen. Der Tor- und Glockenturm hatte 4 Wehrgeschosse. Die Einfahrt war durch ein Fallgatter geschützt. An der Kirchenburg fällt der erhöhte Chor mit 3 Wehrgeschossen auf. Weit bekannt ist das Basener Heilbad und schon im 17. Jahrhundert wird das Erdgas erwähnt. 1600 lagerte eine 7000 Mann große Zeglertruppe in Basen. Von Basen nach Bonnersdorf. Bonnersdorf war eine hörige Gemeinde. Nach Quellen aus Chroniken scheint sie aber im 14. und 15. Jahrhundert doch wohlhabend gewesen zu sein. Die ungewöhnlich großen Maße der Kirche deuten darauf hin. Ende des 15. Jahrhunderts vergibt König Matthias Bonnersdorf dem moldauischen Fürsten Stefan als Lehen. So finden wir hier das moldauische Wappen am Torturm und über dem Eingang der Kirche. Es gehört zu dem seltenen moldauischen Kunstgut in Siebenbürgen. Von Bonnersdorf ins kleine Kockeltal, dann westwärts nach Bulkesch. Von der Kirchenburg mit 2 Ringmauern und 6 Wehrtürmen sind nur noch Reste zu sehen. Einige der erhalten gebliebenen Wehrtürme haben im Innern überwölbte Räume. Sie wurden als Weinkeller benutzt. Von Mediasch zum kleinen Kockeltal, dann östlich nach Bogelsdorf. Die Kirchenburg hatte eine 8 Meter hohe Ringmauer mit 3 Wehrtürmen. 1661 belagerten Türken die Burg und zündeten das Dorf an. Allgemein ist aber aus Chroniken ersichtlich, dass die Türken das Zwischenkockelgebiet weniger heimsuchten.
Vielleicht war dieser Teil weniger strategisch wichtig für sie. Oder es gab hier in den höheren Dörfern weniger zu plündern. Von Mediasch nach Süden in die ehemalige große sächsische Gemeinde Meschen. Mitten in der Ortschaft steht die gut erhaltene Kirchenburg. An den Ringmauern, den Wehrtürmen, den Basteien und dem Glockenturm sind die Schießscharten und die Gusslöcher gut sichtbar. Wir betreten den Torturm. Hier kann man in mehreren Geschossen eindrucksvoll das massive Mauerwerk und die eingebauten Schießscharten sehen. Wie in allen sächsischen Gemeinden wurde auch hier der Speck gemeinsam von allen Einwohnern des Dorfes im sogenannten Speckturm oder einer Speckkammer aufbewahrt. An solchen Aufhängevorrichtungen hingen die Speckseiten. Die mächtigen Mauern der Wehrtürme und Speckkammern speicherten die Winterkälte und es war in diesen Räumen auch im Sommer relativ kühl. In Kriegszeiten war der Speck als reichhaltiges Nahrungsmittel beim Nahen der Feinde gleich am sicheren Ort. Ich greife hier einem späten Bericht über die Kirche Siebenbürgens vor und zeige die Meschener Glocken, die aus Anlass eines Kirchenfestes auf Hochglanz gebracht waren. Blick vom Glockenturm auf das Meschener Pfarrhaus. In diesem Haus wurde Stefan Ulrich Roth, der hier als Pfarrer wirkte, im Jahre 1849 von den Ungarn verhaftet und kurze Zeit später zum Tode verurteilt. Im 17. Jahrhundert hat Meschen unter dem Bürgerkrieg sehr gelitten. Von Meschen nach Süden erreichen wir das obere Kalbachtal. Hier liegt die Gemeinde Almen. Die Kirchenburg liegt auf einer Anhöhe über dem Dorf. Vier Wehrtürme verstärkten die aus Fluss und Bruchsteinen errichtete Ringmauer. In den Westturm mündete eine vom Friedhofsberg unterirdisch gelegte Wasserleitung, die in Kriegszeiten die Belagerten mit Wasser versorgte. Der folgende Ort ist irgendwo in Siebenbürgen. Dem Zuschauer will ich die Gelegenheit geben, ohne meinen Kommentar seinen eigenen Gedanken nachzugehen. Nur an den Anfang meines Berichts sei erinnert. An Transsilvanien, an das Land hinter den Wäldern und dass es fast wie ein Märchen klingt, wenn man vom Land hinter den Wäldern spricht.
Von Médiás, das Gockel darauf, erreichen wir Brischai. Eine eindrucksvolle Kirchenburg. Sie liegt malerisch am Südufer der großen Gockel. Es war vor langer, langer Zeit. Ich war noch ein kleiner Junge und half eines Tages bei der Heuernte im Gockeltal. Nach Norden kann man auch heute noch die Durlöser und nach Süden hin die Pretaier Kirche sehen. Vater, fragte ich, worüber ich schon einige Zeit nachgrübelte. Warum haben wir in Durlös nur so ein kleines Türmchen auf dem Kirchendach und die Pretaier gleich zwei große Türme bei ihrer Kirche? Ja, sagte mein Vater gleich so, als brauche er darüber gar nicht nachzudenken. In Pretaj, mein Junge, lebten besonders früher, als die Kirchen gebaut wurden, reichere Leute als in Durlös. Die Durlöser waren arm, denn sie waren Hörige des ungarischen Grafen Haller. Und sie mussten bis zur Hälfte der Wochenzeit ohne Entgelt für ihn arbeiten. Siehst du, und darum mussten sich die Durlöser auch beim Kirchbau bescheidener geben. Es folgten noch einige Warum und Wieso meinerseits. Und der Vater erzählte mir von den Sachsen, die auf dem Königsboden als freie Menschen lebten und auch von jenen Sachsen, die Hörige der ungarischen Adligen waren. So endete dann meine erste Geschichtsstunde über die Sachsen. Östlich von Médiás, im ersten südlichen Seitental der großen Gockel liegt die Gemeinde Bust. Besonders auffällig der hochgezogene Chor der Kirche. So schaffte man Raum für drei Wehrgeschosse über dem Chor, die über ein Treppentürmchen zu erreichen waren. Die Umfassungsmauer war 6 bis 7 Meter hoch. Von Pretaj in die Gemeinde Hetzeldorf. Hetzeldorf war im 14. und 15. Jahrhundert eine große, starke Gemeinde, die in einigen Urkunden als Stadt bezeichnet wurde. Die Kirchenburg war entsprechend groß ausgelegt und hatte 2 Ringmauern. Beim Abtragen des Nordturmes im Jahre 1959 entdeckte man einen unterirdischen Gang, der zum gegenüberliegenden Bauernhaus führte. Musik.
von Mediasch, das kokelt darauf nach Charosch. Die Türken zerstörten bei ihrem Einfall im Jahre 1438 die Kirche und brannten das Dorf nieder. Die Überlebenden begannen danach gleich mit dem Bau einer Kirchenburg. Die Ringmauer ist 8 bis 10 Meter hoch und hat 2 Wehrtürme und 3 Basteien. 1605 verwüsteten Zeglertruppen die Kirchenburg. Von Charosch nach Süden in die Gemeinde Birtelm. Die Birtelmer Kirchenburg ist eine der besterhaltenen und eindrucksvollsten in Siebenbürgen. Schon im 13. Jahrhundert soll auf dem Burghügel eine Befestigungsanlage gestanden haben. Die heutige Burg wurde im 15. und 16. Jahrhundert errichtet. Sie hatte bis auf den nördlich gelegenen Teil 3 Ringmauern. Die innere Ringmauer war 12 Meter hoch. Starke Stützpfeiler an der äußeren Ringmauer stützen auch das ansteigende Gelände. In einem Gewölbe unter 4 Tortürmen mit mehreren Falltüren führt der Weg hinauf zur Burg. Der sogenannte katholische Turm im Süden dient heute den Besuchern als Aussichtsturm. Im Nordwesten steht der Stundenturm. Blick vom Burghügel über die Ortschaft. Die Chronik berichtet, dass 1704 Korruzen die Burg plünderten und dass 1705 16.000 Korruzen 6 Wochen lang in Birtelm lagerten. Von Birtelm über die Hill nach Großkoppisch. Ansicht der Kirchenburg von der Birtelmer Hill. Der erhöhte Chor ist wehrhaft ausgebaut. Die Einfahrt im Westen war mit einem Fallgatter gesichert. 1605 verwüsteten Seglertruppen die Ortschaft und plünderten die Kirche aus. Von Großkoppisch auf halbem Weg zur Großen Kockel liegt die Gemeinde Waldhütten. Die nicht wehrhaft ausgebaute Kirche hatte eine massive Umfassungsmauer, deren Stärke im unteren Teil bis 2,70 Meter betrug und eine Höhe von 10 Metern erreichte. Ende des 19. Jahrhunderts lebt die Gemeinde fast ausschließlich vom Weinbau. Durch das Auftreten der Reblaus verarmte die Gemeinde rasch und viele wanderten nach Amerika aus. Von Mediasch das große Kockeltal hinauf nach Schäßburg. Anfang des 13. Jahrhunderts siedelten am heutigen Burgberg die ersten sächsischen Siedler und errichteten um eine kleine Saalkirche eine Befestigungsanlage. Im 14. Jahrhundert wird mit dem Bau einer Ringmauer um den Burg und Schulberg begonnen. Die noch stehen gebliebenen Türme haben bis heute ihre Namen nach den für sie zuständigen Zünften behalten.
wiederholte Überfälle durch feindliche Heere, die langjährige Türkenherrschaft und zwei Pestseuchen haben das Anwachsen der Bevölkerung stark beeinträchtigt. Südtor am Burgberg und Nordtor. Von Schäßburg nach Süden in die Gemeinde Trappold. Die Kirchenburg war eine starke Befestigungsanlage mit zwei Ringmauern, deren Äußere noch erhalten blieb. In Truhen in der Kirchenburg verwahrten die Trappolder ihre Festkleidung und andere Kostbarkeiten und schützten sie so vor Plünderungen durch vorbeiziehende Heerhaufen. 1604 verwüsten Truppen des österreichischen Generals Pasta die Ortschaft. 1658 sind türkische Truppen in Trappold einquartiert. Von Schäßburg in südlicher Richtung nach Klosdorf. Die Inschrift des Baumeisters der Wehrkirche von Klosdorf, Stefan Ungar, Maurer aus Schäßburg, ist die älteste vollständige Inschrift eines Baumeisters in Siebenbürgen. Die Wehrkirchen aus Buß bei Mühlbach und Tobsdorf haben sehr ähnliche Bauweisen und lassen die Vermutung aufkommen, dass sie vom selben Baumeister gebaut wurden. Von Klosdorf über Deutschkreuz nach Meschendorf. Die Ringmauer um die Kirche aus Fluss- und Feldsteinen ist im 15. Jahrhundert errichtet worden. Sie hat heute noch eine Höhe von 5 Metern. Der Glockenturm wurde zu einem fünfgeschossigen Bergfried umgebaut. Von der Hauptstraße von Schäßburg nach Rebs zweigt eine Schotterstraße in die Gemeinde Arkeden ab. Hier finden wir eine gut erhaltene Kirchenburg mit 7 Wehrtürmen. 2 Wehrtürme wurden abgetragen. Dank der Restaurierungsarbeiten von 1861 bis 1869 und in den 60er Jahren des 20. Jahrhunderts vermittelt die Burg ein exemplarisches Bild siebenbürgischer Wehrtechnik aus der Zeit der Türkenabwehr. Musste Arkeden 10.000 Gulden an den General Basta abführen, wodurch die Gemeinde sehr verarmte. 1663 verursachten türkische Truppen in der Gemeinde große Schäden. Von Hermerstadt aus erreichen wir im Harbachtal die Gemeinde Alzen. Die ersten Wehranlagen gehen auf das 13. Jahrhundert zurück. Chroniken berichten mehrfach von einem starken Gräfengeschlecht in Alzen. Unter den kriegerischen Auseinandersetzungen des 17. Jahrhunderts
hat Alsen schwer gelitten. Im 16. Jahrhundert zählte man über 80 Höfe im Ort. Nun waren es nur noch 29. Über 50 Höfe lagen wüst. Von Alsen das Habachtal rauf nach Agnitern. Die Kirchenburg hatte eine dreifache Ringmauer. Bis auf 4 Wehrtürme sind Ringmauern und Vorratskammern abgetragen worden. 1707 plündern kaiserliche Truppen den Ort und richten große Schäden an. Von Agnetern überwehrt nach Zied. 1506 berichtet die Chronik von der Zieder Kirchenburg als einer kleinen Festung. In einem Bericht von 1857 heißt es gar: Die Ringmauer starrt hier gleichsam von Türmen verschiedener Konstruktion. Auch Zied ist 1707 von kaiserlichen Truppen ausgeplündert worden. Von Groschenk über Tarteln nach Braller. Die Kirchenburg hatte 2 Ringmauern, verstärkt durch 4 Basteien und einen Wehrturm. Im 18. Jahrhundert hatte auch Braller wie viele andere sächsische Gemeinden unter der marodierenden und mordsüchtigen Söldnertruppe des österreichischen Kaisers schwer zu leiden. Die Armee, die Siebenbürgen vom Joch der Türken befreien sollte, führte sich mehr als Unterdrücker denn als Befreier auf. Von Agnetern in die Gemeinde Schönberg. Als Verteidigungsanlage gehört Schönberg zu den besten Beispielen siebenbürgischer Verteidigungsmaßnahmen. Die Kirchenburg ist gut erhalten und vermittelt anschaulich ein Bollwerk sächsischer Abwehrtechnik. In einem Erlass der Gemeinde von 1759 heißt es: Es wird den Leuten vergönnt, bei der Kirche Kammern zu bauen, mit der Bedingung, dass diese mit Ziegeln gedeckt werden. Von Schönberg über Großschenk nach Kleinschenk. Die gut erhaltene Burg bietet in ihrer Gesamtheit ein malerisches Bild. Beim Türkeneinfall von 1493 richten diese in der Gemeinde großen Schaden an. An der Hauptstraße entlang des Altflusses hat die Gemeinde in der zweiten Hälfte des 17. Jahrhunderts durch durchziehende Heerhaufen sehr leiden müssen. Von Agnetern nach Probstdorf. Im 15. Jahrhundert, als die Werbemachung der Kirchen einsetzte, zählte die Gemeinde Probstdorf 35 Höfe. Es ist eine von vielen Gemeinden, die weniger als 50 Familien beherbergten, es schafften, ihre eigene Burg zu bauen. Von Probstdorf zur Nachbargemeinde Jakobsdorf. Die Kirchenburg ist gut erhalten geblieben.
und sie gehört zu den eindrucksvollsten siebenbürgischen Wehranlagen. Von Groschenk über Rohrbach nach Scharosch bei Fogarasch. Die Gemeinde hatte eine große Kirchenburg mit einer Ringmauer und 6 Wehrtürmen. Sie ist 1900 restlos abgetragen worden. In Scharosch aber fanden wir das, was für den sächsischen Bauern eine wichtige Nahrungsquelle war. Den Speck. Dieser wurde hier wie in alten Zeiten aufbewahrt. Von Schäßburg nach Süden erreichen wir das Burzenland und hier die Gemeinde Rotbach. In Rotbach steht die einzig wehrhaft ausgestattete Kirche des Burzenlandes. Dafür ist die Beringung der Gotteshäuser im Burzenland massiver ausgeführt. 1603 verwüsteten walachische Truppen die Ortschaft und erstürmten die Burg, metzelten die Verteidiger nieder und schonten auch die Bevölkerung nicht. Kurze Zeit später fallen die mordwütigen Truppen des österreichischen Generals Basta über die Überlebenden her. Von Rotbach nach Süden über Kronstadt in die große Gemeinde Neustadt. Die Kirche ist teilweise von 2 Ringmauern umgeben. Die massive innere war 2 Meter dick und bis zu 10 Meter hoch. Ein Wassergraben umgab die Wehranlage. 1611 brennen Truppen Gabriel Báthorys Neustadt nieder. 1658 sind es die Türken, begleitet von Tataren, Kosaken und Moldauern, die die Dörfer im Burzenland niederbrennen und verwüsten. 1704 besetzen und plündern die Korussen die Burg. Kronstadt war neben Hermannstadt die bedeutendste Stadt der Siebenbürger Sachsen. Sie schützte sich im Mittelalter durch eine Stadtmauer mit über 30 Wehrtürmen und Basteien, die den Zünften anvertraut waren. Durch ihre bedeutende Persönlichkeit Johannes von Terus erreichte Kronstadt im 16. Jahrhundert eine kulturelle Blüte. Nach einem Großbrand im Jahre 1689 ist die Marienkirche durch die Feuersbrunst geschwärzt und führt seitdem den Namen Schwarze Kirche. Sie ist der bedeutendste gotische Kirchenbau im Südosten Europas. Von Kronstadt in nördlicher Richtung nach Petersberg.
Die Kirche war teilweise von drei Ringmauern umgeben. Wohn- und Vorratsräume auf dem Burghof. 1611 wird die Burg von Gabriel Báthory erobert. 1658 ist eine Erstürmung durch Kosaken und Tataren erfolgreich abgewehrt worden. Von Petersberg in die Nachbargemeinde Honigberg. Im 15. Jahrhundert entstand hier eine starke und 12 Meter hohe Ringmauer mit 7 viergeschossigen Wehrtürmen. Ein Wassergraben umgab die Wehranlage. Die Honigberger Kirchenburg hat in ihrer Geschichte jeder feindlichen Belagerung standgehalten. 1603 brennen Söldner des Kaisers die Ortschaft nieder.1848 verteidigten kaiserliche Soldaten die Burg gegen eine Zeglertruppe. Die Zeglertruppe stellte vor der Toreinfahrt ein Geschütz auf und feuerte eine Kugel durch 5 Pfahltore, die dann in der Kirchenmauer stecken blieb. Die Burg aber konnten sie nicht einnehmen. Östlich von Honigberg liegt die große Gemeinde Tartlau. Die Tartlauer Kirchenburg hat die stärksten Mauern unter den siebenbürgischen Kirchenburgen Siebenbürgens. Die im 15. Jahrhundert errichtete Ringmauer hatte eine Stärke von durchschnittlich 4,5 und eine Höhe von 12 Metern. 1552 wird der Ansturm des moldauischen Fürsten abgewehrt. 1704 erobern und plündern die Korruzen die Burg. Die Korruzen waren ungarische Aufständische, die sich gegen die Herrschaft und Katholisierungsbestrebungen der Österreicher erhoben. Die Sachsen verhielten sich bei der Auseinandersetzung zwischen den Kriegsparteien neutral und überließen ihre Kirchenburgen ohne entschiedenen Widerstand der ein oder anderen Seite. Im 18. Jahrhundert nahm der Verfall der Burg immer mehr zu. 1992 übernahm die siebenbürgisch-sächsische Stiftung in München die Patenschaft für die Kirchenburg in Tartlau und führte bis 1997 eine umfangreiche Restaurierung der Kirchenburg durch. Im Innern einer Wohn- und Vorratskammer. In einem Museum in der Burg kann man in die Geschichte des Burzenlandes schauen. Vom Burzenland aus dem südöstlichen Teil in den Norden Siebenbürgens über Bistritz nach Mettersdorf. Weil die Türken diesen Teil Siebenbürgens kaum heimsuchten, gab es hier nur wenige Kirchenburgen. Reste einer Kirchenburg, der befestigte Glockenturm von Mettersdorf,
sind noch zu sehen. Die letzten Reste der Ringmauer sind 1892 abgetragen worden, von Mettersdorf nach Treppen. Auch diese Kirche ist, wie die Mehrzahl hier im Lösnerland, von den orthodoxen Rumänen übernommen und sie wird renoviert. Nur der Glockenturm von Treppen ist von der ehemaligen Kirchenburg erhalten geblieben. Vom Nösnerland über Schäßburg ins Rebserland nach Deutsch-Weißkirch. Bauform und verwendetes Material deuten auf eine erste Befestigung aus dem 13. Jahrhundert hin. Anfang des 16. Jahrhunderts wird die Ringmauer neu aufgebaut und durch Wehrtürme und Basteien verstärkt. Die Wehranlage vereint auf engstem Raum ein Höchstmaß an Verteidigungsmöglichkeiten. In solchen Truhen wurden Festbekleidung, andere wertvolle Textilien sowie Wertgegenstände aufbewahrt. In einem mehrgeschossigen Wehrturm mit Wehrgängen und Schießscharten. Vor der Besiedlung durch die Sachsen war hier ein Seglerstützpunkt. Eine Randbemerkung aus der Chronik der Deutsch-Weißkircher. Als die Kirche in der ersten Hälfte des 18. Jahrhunderts baufällig war, wurden die Bewohner zu einer Spendensammlung aufgerufen. Darin heißt es: Spendensammlung für die Erneuerung unserer Geschwächten mit Lebensgefahr den Besuchern derselben drohenden Kirche. Es kamen 137 Gulden zusammen. Eine hohe Summe für die damalige Zeit. Von Reps nach Süden in die Gemeinde Galt. Auch Galt war vor der Besiedlung durch die Sachsen ein Seglerstützpunkt. Eine Befestigung der Kirche aus dem 13. Jahrhundert wird im 16. und 17. Jahrhundert erweitert und durch drei Türme verstärkt. 1658 haben die Türken die Kirchenburg erobert und die Bevölkerung verschleppt. Von Rebs zur Nachbargemeinde Hamruden. Von zwei Ringmauern ist die innere erhalten geblieben. Von vier Türmen wurde einer abgetragen. Über dem Chor richteten die Hamruder einen Bergfried und mauerten den Triumphbogen zu. Später bauten sie einen Chor aus Platzmangel seitlich ans Kirchenschiff an, einmalig in Siebenbürgen. Aus dem Jahre 1669 berichtet die Chronik, dass Johonef Martini erhängt wurde, weil sie einer anderen Frau aus einem Kasten in der Kirchenburg etwa 100 Gulden und viel Wäsche gestohlen hatte. In dieser Beziehung hatten die Sachsen wohl sehr strenge Richter.
von Hamruden in nördlicher Richtung nach Katzendorf. Die Kirchenburg hatte 2 Ringmauern und 7 Wehrtürme, von denen noch 5 erhalten sind. Nach der Niederbrennung des Ortes durch die Türken im Jahre 1658 ist eine 2. Ringmauer errichtet worden. Nach Nordwesten in die Gemeinde Milburg. Aus dem Jahre 1796 wird berichtet, dass das Kastell in schlechtem Zustand sei und geeignet, vor Räubern zu schützen, aber nicht vor einem kriegerischen Feind. Vor dem Ende unserer Reise durch das Burgenland der Sachsen wollen wir uns noch Einzelaufnahmen jener Burgen anschauen, die aus zeittechnischen Gründen nicht ausführlicher berücksichtigt werden konnten. Zu ihnen ein Wort einer Kuratorin in Siebenbürgen. In früheren Zeiten waren unsere Gotteshäuser durch hohe Ringmauern verdeckt, aber geschützt und gepflegt. Nun verfallen sie sichtbar oder verdeckt hinter hohen Bäumen. Wir haben schon vernommen, was der Reiseschriftsteller Charles Bonner, ein Engländer, vor 150 Jahren über die Sachsen schrieb. Es ist uns aber auch ein Lob aus dem deutschen Sprachraum über die Sachsen überliefert worden. 1795 schrieb der deutsche Rechtsgelehrte Ludwig Schlözer: Die meisten unserer Auswanderer, die ihre Heimat in Scharen verlassen und sich in aller Welt verlaufen haben, machen uns wenig Ehre. Doch eine Schar von Kolonisten macht auch hier eine selbst für den deutschen Namen glorreiche Ausnahme. Es sind die Deutschen, oder wie man sie gewöhnlich, wiewohl historisch unrichtig nennt, die Sachsen in Siebenbürgen. Sie gründeten ein Gemeinwesen, das sichtbar auf wahre Freiheit und mögliche Gleichheit aufbaute, das überaus viel Ähnliches mit den späten reichsstädtisch-demokratischen Verfassungen hatte. Es ist eine Konstitution, die vortrefflich sein muss, weil sie schon über 600 Jahre lang Bestand hat, und das letzte Ziel einer guten Konstitution, viele glückliche Menschen zu schaffen, in hohem Grade erreicht hat. Ein Lied aus der Zeit, als viele Sachsen nach Amerika auswanderten. Thank you.
dir meid, setzt er mich nieder, säumt mir noch einmal leid, denn wer weiß, mir aus Wetter, wo nicht nah zum Aufschied geht. Denn wer weiß, mir aus Wetter, wo nicht nah zum Aufschied geht. Mit der Spalve kann ich wetter, mit der Spalven sein ich davon. In dem Mai seid ihr wieder, noch ich wohnen es mich gut. In dem Mai seid ihr wieder, noch ich wohnen es mich gut. Unsere Reise durch das Burgenland der Siebenbürger Sachsen begann in Broos, dem westlichen Eckpfeiler des ehemaligen Königsbodens. Und sie findet nun hier im östlichen, in Draas, ihren Abschluss. Das Innere der Kirche war verbaut mit Gerüsten und alles war ausgeräumt, was einst zur Innenausstattung des Gotteshauses gehörte. Nur zwischen Gerüstbrettern konnte man schemenhaft das rohe Mauerwerk wahrnehmen. Das Schwert haben wir nicht gefunden, das hier in der Kirche von Draas noch vor dem letzten großen Kriege aufbewahrt war. Es war einst von den beiden, von denen die Legende erzählt, dass die Anführer der ersten Siedler, als sie auf dem Königsboden ankamen, der Zibinebene, dort, wo heute Hermastadt steht, ihre Schwerter zogen und sie kreuzweise in den Boden steckten. Darauf schworen sie dem König die Treue und auch darauf, dass sie den Boden, den ihnen der König geschenkt, nur mit ihrem Leben lassen wollten. So hielt es das kleine Sachsenvolk über 800 Jahre lang. Und immer, wenn die Sachsen zu feierlichen Anlässen zusammenkamen, sangen sie als Abschluss ihr Lied, das Siebenbürgerlied. Siebenbürger!